Der technische Innenausbau schreitet voran. Gleichzeitig entstehen in der Werkstatt die äußeren Anbauten. Die Staukästen werden hochwertig und massiv aus Edelstahl gefertigt. Echte Handwerkskunst. Die Spur an der Hinterachse ist etwas breiter als der Wohnaufbau. Deshalb erhält unser MON 2 Schutzbleche aus Aluminium. Zwei Reserveräder und die Sandbleche sollen am Heck Platz finden. Dazu wird ein massiver, aber nicht überdimensionierter Heckträger gebaut. Inzwischen ist der Heckträger verzinkt und mit einem kleinen Kran ausgestattet. Die Befestigung erfolgt direkt am Fahrwerk, nicht an der Rückwand, denn nur so übersteht er auch unwegsame Strecken schadlos. Der in Schwarzwasser und Grauwasser getrennte Abwassertank ist gegen Kälte isoliert und sowohl elektrisch wie auch mittels Warmluft beheizt. Beide Tanks fassen je etwa 100 Liter. Der Schwarzwassertank verfügt somit über eine Kapazität von 8 bis 10 Tagen. Die Stauboxen der Firma Füss sind so konstruiert, dass auch unter extremen Bedingungen kein Staub einzudringen vermag. Unsere Dieselanlage mit Separ-Filter umfasst zwei Tanks mit 240 und 440 Litern. Der kleinere Tank ist hauptsächlich für Strecken mit starken Steigungen und Gefälle gedacht. Mit beiden Tanks beträgt unsere Reichweite etwa 2700 km auf Normalstrecken, auf Sandpisten und schlechten Wegen etwa 1500 km. Alle Tanks sind mit einem Unterfahrschutz versehen. Nebst der Staubox vor der Hinterachse fehlt noch der Unterfahrschutz, der im Gelände bis an den Heckträger hochgehoben werden kann. Zum Abschluss des Ausbaus steht unser Fahrzeug ein letztes Mal in der Schreinerei, wo der Innenausbau seine endgültige Gestalt bekommt. Neu macht der Mai, so auch bei uns, denn der Ausbau ist abgeschlossen. Ich darf dir ein Fahrzeug übergeben, die Schlüssel dazu. Heute fahren wir unseren MON zur Verzollung und zur technischen Prüfung in die Schweiz. Die Bilder des Endausbaus zeigen wir euch im nächsten und letzten Video unserer Ausbauserie.